Hohe Synode, werte Schwestern und Brüder, ich habe Ihnen vom Landeskirchenrat eine Bitte zu überbringen mit dieser Beschlussvorlage. Sie haben sie auch schon gelesen, eine sonderbare Bitte, die zunächst sagt, was Sie bitte nicht tun und im zweiten Teil, was Sie tun. Also der Landeskirchenrat hat die Synode gebeten, die breite Diskussion in der EKM zu diesem Papier anzuregen, was der Landessynode vom Landeskirchenrat nicht abgefordert wird, ist, dass der Landeskirchenrat jetzt eine eigene Positionierung zu diesem Papier finden möge. Und das hat seinen Sinn auch in der Geschichte des Papieres, in die ich Sie kurz einführen will und dann zwei, drei Sätze zu dem Papier selbst sage und dann sollten wir ins Gespräch kommen. Als erstes ist von dieser Stelle, denke ich, ein deutlicher Dank an die Arbeitsgruppe zu setzen, denn die Arbeitsgruppe, mit der diese fünfte Tagung der zweiten Synode Leute beauftragt hat, war eine Besonderheit in diesem Gesprächskontext. Es sollte eine Arbeitsgruppe gebildet werden, in der unterschiedliche friedensethische Positionen zur Sprache kommen. Und aus diesen unterschiedlichen friedensethischen Positionen sollte ein Papier, eine Richtlinie oder eine Debattenunterlage entstehen. Dies war tatsächlich, Sie haben es gesehen, nun schon vor 4 Jahren in der Frühjahrssynode 2017. Es hat dann etwas länger gedauert, dass diese Arbeitsgruppe, die ja sehr prononciert besetzt sein sollte, sich gebildet hat im Herbst. Das heißt, im September 2017 wurde dann die Arbeitsgruppe nach verschiedenen Vorschlägen eingesetzt und begann dann nach einiger Zeit auch zu arbeiten. Die Arbeitsgruppe hat dann einen Papiervorschlag vorgelegt, auf den das Kollegium des Landeskirchenamtes so reagiert hat. Das Kollegium bittet die Arbeitsgruppe nochmal den Entwurf zu überarbeiten, weil einige Holperungen, Inkonsistenzheiten festgestellt wurden. Und das kommt der zweite ausdrückliche Dank. Ich bin der Arbeitsgruppe sehr dankbar gewesen, nachdem ich sie auf einer Tagung besucht habe, dass sie den Gesprächsfaden noch einmal aufgenommen hat, weil, ich erinnere noch mal an den Anfang, die Herausforderung in einer Arbeitsgruppe zu friedensethischen Positionen mit ganz unterschiedlichen Vertretern, bis hin auch Vertretern der Bundeswehr und so weiter, ein Papier zu machen, das war einzigartig und es ist, denke ich, im Ergebnis jetzt auch gut gelungen. Denn jetzt haben wir ein Papier vorliegen, das sehr ernst nimmt, dass wir da, wo wir uns um den Frieden bemühen, immer auf dem Weg sind. Dieses Papier nimmt jetzt sehr ernst, dass es darauf ankommt, an erster Stelle, und das ist mir sehr sympathisch an dem Papier, nicht darauf geht, dass wir einfach friedensethische Positionen in den Raum stellen, sondern dass wir sie in den Raum stellen und damit zum Dialog einladen. Das Papier, das Sie jetzt vorliegen haben, das sieht ja schon äußerlich ganz deutlich als ein Dialogpapier aus. Manche finden es nicht schön. Ich finde es auf alle Fälle angemessen, dass sozusagen mit kommentierenden Blasen und Fragen sozusagen das Papier auch aufgelockert wird. Der Duktus des Papiers ist auch schon ein Weg. Finde ich sehr sympathisch. Er geht aus davon, dass die theologische Grundlegung für uns sehr wichtig ist. Hier wird ein deutlich christologisches Fundament gelegt. Dann wird ein Blick in die Kirchengeschichte geworfen. Und dann kommt tatsächlich die Kirche auf dem Lernweg zum gerechten Frieden. Das Papier macht für mich sehr deutlich, dass wir immer bei der friedensethischen Frage auf einem Weg sind. Und dass es was ganz Entscheidendes ist. Und hat diese Arbeitsgruppe auch zu verstehen gegeben durch ihre Arbeit, dass wir auf diesem Weg zusammenbleiben mit unterschiedlichen friedensethischen Ansätzen. Pilgern heißt lernen, ist für mich ein ganz starker Drei-Wort-Satz, weil er damit ernst macht, dass wir als Kirche als Lernende selbst unterwegs sind. Wir haben nicht andere zu belehren, sondern wir lernen selbst gerade an den friedensethischen Themen mal viel hinzu. Der vierte Abschnitt dann, nachdem er diese Grundüberzeugung, wir sind auf dem Weg, nimmt nochmal, und das ist für uns, glaube ich, auch gerade als Kirchen des Ostens ganz deutlich, den konziliaren Prozess als eine Orientierung, als ein Eckpunkterahmen vor und
sagt eben, wir müssen uns in unserem friedensethischen Engagement einordnen in die Bemühung um Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Da wird bei mir ganz viel deutlich als junger Theologiestudent und Pfarrer die Debatten in den 80er Jahren. Das finde ich sehr gut, dass das hier nochmal aufgerufen wird, weil es auch zu unserem Gehen als mitteldeutsche Kirche gehört. Und dann wird es sehr konkret im fünften Teil, dass wir eben auch mit diesem Papier, die Arbeitsgruppe insbesondere und der Landeskirchenrat, deutlich machen wollen, es muss konkret werden. Wir können nicht nur über friedensethische Fragen verhandeln, sondern wir müssen zu konkreten Ergebnissen kommen. Das können wir nur, wenn wir tatsächlich miteinander ins Gespräch kommen. Ein anderer starker Satz ist in diesem Papier im letzten Abschnitt: Eine moderne Friedensbildung basiert auf Kommunikation und begleitet die Entwicklung gewaltfreier Sprach- und Ausdrucksformen. Und ich glaube, darum geht es, wenn der Landeskirchenrat jetzt empfiehlt, dass es einen Konsultationsprozess geben soll, der sozusagen auf Propstei- oder auch Kirchenkreisebene nochmal anregen soll, diesen Pilgerweg des Friedens, diesen Lernweg zu gehen. Unsere Gesellschaft und auch wir als Kirche haben es, glaube ich, bitter nötig, so einen Weg zu gehen, unter den Voraussetzungen, dass wir unterschiedliche Positionen haben, unterschiedliche Positionen, die auch in unserer Kirche jeweils im christlichen Glauben verortet sind. Und es ist eine starke Einladung, wenn es uns gelingt, unterschiedliche Kreise in dieser Kirche in dieses Gespräch einzubeziehen. Der Landeskirchenrat hat ja darum gebeten, dass in Jahresfrist sozusagen, wenn Kommunikationsprozesse gelaufen sind, berichtet wird. Angesichts der aktuellen Situation würde ich hier auch gleich sagen, wir sollten diese Jahresfrist tatsächlich da beginnen lassen, wo wir wieder miteinander in Präsenzsitzungen diese Themen besprechen können. Dies ist sicherlich nicht sinnvoll, nun auch gleich mutig zu beginnen, auch wenn wir noch sozusagen über Kacheln kommunizieren. Und da wäre ich sehr dankbar, wenn Sie das mittragen, dass wir diese Jahresfrist da starten, wo wieder Präsenzarbeit nötig ist. Nochmal zum Abschluss ein wirklich herzlichen Dank an diese Arbeitsgruppe. Es sind ja auch einige Personen unter uns, die in dieser Arbeitsgruppe aktiv waren. Und damit hätte ich erstmal sozusagen die Einbringung aus meiner Perspektive beendet.